Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes 2. Wir wollen jetzt der Story folgen. Wer allerdings in der letzten Episode auf die Karte geachtet hat, der wird festgestellt haben, dass das nächste Story-Abschnitt Dingsbums eigentlich ziemlich weit weg ist. Ich hoffe, 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 da gibt es irgendwie eine einfache Möglichkeit, darüber zu kommen. Außer ein Auto schnappen und rüberfahren. Das ist nämlich irgendwie so ein bisschen am anderen Ende der Karte. Und warum kann ich keine Autos klauen? Kann ich ja wohl doch, haha. Keine Ahnung, warum das gerade nicht funktioniert hat. Zusammen. Du ziehst so Sachen an wie ein Magnet, oder? Hilfe! Wow, das ist mal eine große Mumie. Endlich irgendwelche Schwierigkeiten zu haben. Gestern war sie lila. Mit der Zeit lernt man das zu ignorieren. Dass hier ständig Bösewichte reinschneien, ist langsam nicht mehr lustig. Nee, ehrlich, ziemlich gefährlich hier oben. Okay, und das hat mir jetzt was gebracht? Habe vorhin gesehen, wie ein Affe gegen eine Gestalt. Alle Bürger sollen zur Kenntnis nehmen, dass die folgenden Orte einen neuen Namen tragen, sobald der Papierkram erledigt ist. Kanglan wird zu Kanglan. Manhattan zu Manhattan. Xandar zu Kangdar. Mittelalterliches England zu mittelalterliches Kangland. Ich habe so langsam dieses dumpfe Gefühl, dass ich erstmal jemandem helfen muss. Wow. Kang hat zwar nicht alle Sterne in der Galaxis, aber dieser Anblick ist atemberaubend. Ich bin Groot. Absolut. Da überlegt man fast, ob man es nicht einfach so lassen soll, was? Apropos Helicarrier, ich bin noch blöd. Ich kann auch die ganze Zeit einen Jet darauf beschwören. Zack, Problem gelöst. Ich bin eine starke, unabhängige Frau mit Exoskelett. Ich brauche AIM nicht. Nicht mehr. Ich bin nicht dumm. Mir ist klar, dass ich für AIM schon immer entbehrlich war. Immer wieder war ich auf Missionen, von denen ich nicht zurückkommen sollte. Aber ich bin zurückgekommen. Mit Rache als Souvenir. Eigentlich möchte ich Befehle von AIM nicht ignorieren. AIM hat mir aber nie befohlen, mich nicht gegen sie zu stellen. Ein Anfängerfehler, für den sie bezahlen werden. Komm, tun wir uns zusammen und drehen AIM auf links. Als erstes müssen wir ahnungslose AIM-Agenten aufspüren und ihnen klarmachen, dass die Handlungen ihrer Vorgesetzten, die Jahrzehnte her sind und nichts mit ihnen zu tun haben, Konsequenzen haben. Verbrechen festgestellt, unweit von dir. Hey, wäre das nicht schön, wenn das das letzte Verbrechen überhaupt wäre? Ach ja, man kann ja mal träumen. Ich bin ein... Als erstes müssen wir ahnungslose AIM-Agenten aufspüren und ihnen klarmachen, dass die Handlungen ihrer Vorgesetzten, die Jahrzehnte her sind und nichts mit ihnen zu tun haben, Konsequenzen haben. Namenlose AIM-Agenten.
Ihr werdet eliminiert. Komm und hol mich. Stellt die Gegenwehr ein. Ihr habt eine Erfolgschance von 0%. Dieser irre Mode. Suchen wir weitere glücklose Freizeit-Aimler. Hoffentlich sind das die Taten, die meiner Karriere den Anstoß geben, die sie braucht. Ich habe gehört, dass Howard die Ente in letzter Zeit recht erfolgreich ist. Eure Verbindung zu unserem gemeinsamen Arbeitgeber wird euer Ende sein. Meine Gedankenstrahlen können Stahl machen. Wie wollt ihr damit eurer Imkerkluft mithalten? Ich bin der mentale Organismus, designt für aggressive Manöver. Und dieses Manöver wird besonders aggressiv. Macht Platz für Mode! Gebt auf oder macht euch kampfbereit! Mehr hat AIM nicht zu bieten. Die Millennials sind erbärmlich. Langsam glaube ich, dass diese mutwillige Gewalt mir vielleicht nicht das Gefühl des Abschlusses bringen könnte, das ich herbeisehne. Probieren wir es noch einmal. Vielleicht geht's mir dann besser. Sie werden gar nicht wissen, wer sie erwischt hat. Die meisten sind buchstreichig. Ein ja. Zerreißen, zerfetzen, schießen. Rache. Nun, das war spaßig. Eine Zeit lang. Ab einer gewissen Menge fast wehrloser über den Haufen geschossener Tagelöhner fängt man irgendwann an, die eigenen Handlungen zu hinterfragen. Und wir bringen AIM ja auch nicht wirklich zu Fall, indem wir uns die namenlosen, gesichtslosen und größtenteils unattraktiven Fußsoldaten vorknöpfen. Dampf ablassen tut aber hin und wieder auch mal gut. Jeder braucht ein Hobby. Vielleicht ist meins ja das Abknallen von AIM-Agenten. Lass uns das doch ein anderes Mal wiederholen. Haha, so stelle ich mir das vor. Komm zu Papa. Hier sind wir doch richtig, oder? Wo sind denn jetzt diese Typen? Und was noch wichtiger ist, wo ist meine Energiequelle? Ich glaube, da hinten ist ein Saloon. Gehen wir einfach mal rein und stellen ein paar Fragen. Ist das der Saloon? Schauen wir uns mal um. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit noch ein Schlückchen trinken. Dafür wird jemand bezahlt. Wo halt ihr jemals diese Glauben der Schwächen des Todes?
Kerl ist ein komischer Chaos. Als die Haut eines Dramots. Oder habe ich zumindest gehört. Kang zerstört den Nexus. Nach meinen Quellen mit Hilfe der Avengers. Sie wussten natürlich nicht, dass sie Kang halfen, aber darum geht es nicht. Weil die Helden Man-Thing den Wächter des Nexus besiegten, konnte Kang diesen in Stücke sprengen und ganz Chronopolis in eine einzige Zeitzone bringen. Das sind gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht, wir können Manhattan verlassen und nachsehen, ob es in Chronopolis einen guten Golfplatz gibt. Die schlechte Nachricht, ganz Chronopolis kann jetzt unsere Stadt betreten und sich prügeln, wer würdig genug ist, Kang gegenüberzutreten. Also gut, Avengers. Ihr habt es verbockt, wie bringt ihr das in Ordnung? Sie haben ein Team in den Wilden Westen geschickt, um eine Energiequelle zu sichern, um ein Signal zu verstärken, das von außerhalb von Chronopolis kommt. So ein Mist! Wen nennst du hier Mist? Du dahergelaufenes, mogelndes Schwein! Hey, einen Augenblick mal! Gamora! Gib mir deinen Scanner. Ihr beide solltet doch Messwerte sammeln. Oh, ja, hab ich auch. Wirklich. Aber dann hat Drax dieses Lokal gefunden. Es gab Musik und... Und Tacos! Oh. Wir müssen einen Negativ-Ionensender finden. Dein Scanner ist darauf eingestellt. Jetzt los, fangt an zu suchen. Wie funktioniert das Ding? Siehst du das Lämpchen? Wenn es nicht blinkt, gibt's keine Spur. Wenn es blinkt... Dein Blinklicht lügt. Ich hab es nicht. Gesetzloser! Was? Ist das? Das, mein pelziger Freund, ist unsere Energiequelle. Ich bin MODOK, die ultimative Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und noch viel wichtiger, das Gesetz! Nicht in meiner Stadt. Ist das nicht? Frag nicht. Dieser Ort wird echt immer verrückter. Na komm! Na sieh mal einer an, wenn das mal keine Verbrecher sind. 50 Riesen für den Cowboy, der diese Kriminellen hinter Gitter bringt. Cowboys? Also Kuhjungs? Die sehen gar nicht aus, als wären sie halb Mensch und halb Rind. Tja, schätze, der Sender muss erst mal warten. Verzeihung, liebe Leute, aber hat dieser Waschbär gerade gesprochen? Boah, warum immer auf mich? Hier sind doch zwei Aliens, weißt du? Nimm's nicht persönlich. Er hatte einen harten Tag. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Wie viele Captain America-Varianten gibt es eigentlich? Hat quasi jedes Alternativ-Szenario einen eigenen Captain America? Das wird langsam irgendwie albern. Na gut, sag ich, und das Spiel vereint ja auch im Prinzip nichts anderes als mehrere Marvel-Szenarien. Von daher, es war schon längst zu albern. Ja, das ist ja mal selten, ich krieg ein Minikit. Das ist ja noch seltener. Ich kriege zwei Minikits in schneller Abfolge. Hm.
Das habe ich noch nie gesehen. Das Ding da gefällt mir. Tja, jetzt find mal heraus, wer in meiner Truppe eigentlich mit Strom umgehen kann. Oh! Mann, Tutorial-Texte lesen hilft. Freunde werden schon dafür sorgen, dass ihr euch nicht langweilt. Thank you.
mein psionisches Kraftfeld durchdringen. Ich sag's ja nur ungern, aber Modoks Kraftfeld ist tatsächlich ziemlich stark. Hast recht. Schätze, der braucht eine Spezialbehandlung, damit er aus den Stiefeln kippt. Ich glaube, wir haben etwas gefunden. Ja, sieht so aus. Spürt meine fürchterliche Macht. Weltuntergangsstuhl. Wisst ihr eigentlich, wie schwer der zu reparieren ist? Hossa! Schätze, den haben wir eingefangen, Partner. Aber wir kommen nur näher an ihn heran, wenn... Was ist denn das auf dem Balkon über ihm? Ah, haut bloß ab mit euren schmutzigen Schnäbeln! Hier, Elend! Nicht das Gesicht! Ihr, Monster! Das Signal ist weg! Und was ist mit dem Schnieken, Captain America? Wen interessiert's? Er zerlegt wohl noch die letzten Schurken. Suchen wir den Sender. Ich bin Groot! Toll! Gut, dann sucht ihr mal weiter. Ich rette den Holzklotz. Okay, wir treffen uns auf dem Anwesen. Oh. Dieser Zug kam mir gleich bekannt vor. Komm, Arizona Annie. Fangen wir ein paar Schurken. Machen wir, Kid Cold. Darf ich mitkommen? Mein Waschbär und seine Zimmerpflanze wurden entführt. Klar, Süßer. Aber wir müssen etwas zusammenrücken. Nun, es wäre mir eine Freude, Gnädigste. Gut, festhalten, Süßer. Hey! No! Alles klar, Süßer? Komm, ich helfe dir. Au! Ich bin froh, dass du hergekommen bist, Partner. Ja, ich auch. Ich bin schon so lange nicht mehr mit dem Zug gefahren. Ah, du bist wohl eher der Postkutschentyp. Sowas in der Art. So ein Mist. Da müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Sieht so aus. Entschuldigung, wie war doch gleich der Name? Mein Name ist Cold. Kid Cold. Für die Leute bin ich eine Art Gesetzloser. Was? Der Kid Cold? Wow. Ich habe schon so viele Geschichten über dich gelesen, Mann. Weißt du, ich selbst bin ja quasi auch ein legendärer Gesetzloser. Man nennt mich den Star. Entschuldige, wer? Tja, das hätte ich mir eigentlich denken können. Ist das schon wieder so ein ausgefallener Zukunftskram? Es leistet mir gute Dienste. Dann mal rüber mit uns. Ah!
Das sieht irgendwie gefährlich aus. Pass auf, dass du nicht auf diese brennenden Reifen fällst, Star-Lord. Jetzt kann ich zeigen, was ich drauf habe. Holt mich hier raus. Für meine Liste zu Hause. Excelsior! Diesen Zug gebaut. Total verrückt. Ich verstehe nicht ganz. Bitte zurücktreten. Ich werde jetzt diesen Dingsbums mit dem Lasso einfangen. Das war's für dich, Kid Cole. Tja, Corbett, du kannst es gerne versuchen, doch zuerst bin ich am Zug. Oh, Wortspiele. Darf ich? Nein. Sieh mal, was haben wir denn hier? Wohin willst du denn fliehen, Corbett? Du kannst dich nicht vor uns verstecken. Nett von euch, dass ihr die Kopfgeldjagd übernommen habt. Fehlt nur noch das Schleifchen drauf. Jetzt muss ich ihn nur noch einsammeln. Oh Mann, ein Bär in einem Käfig? Wer macht denn sowas? Der Bär hat uns geholfen. Ha! Herzlichen Dank, Präsident Bär. Präsident Bär? Der ist jetzt egal. Steig in die Kanone. Ich habe eine Idee. Das ist nicht egal. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Was ist Präsident... Wie ist der Präsident... Warte, wo? Hä? Das wird doch bestimmt wehtun, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob... Klappe zu und stillhalten, Partner! Ihr könnt mich nicht besiegen. Ich bin MODOK. Es gibt nichts. Hühner. Verfluchte Guardians. Ich bin Groot. Nette Leute. Schräge Outfits. Total schräg, aber total nett. Yeeha! Gut, dass ihr zurück seid. Hätten wir nur dieses Gerät schnappen können, bevor es mit den Hühnern verschwunden ist. Meinst du das hier? Rocket, Alter! Wenn du nicht so müffeln würdest, würde ich dich jetzt küssen. Okay, wie kommen wir zurück? Aha!
Ah, oh, oh, oh! Oh, nein, 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 nein! Oh, und die große Explosion heben wir uns für später auf. Na gut. Das lief doch schon mal bedeutend schöner. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht genug Steinchen habe. Aber dafür habe ich im Austausch erstaunlicherweise eine Menge Mini-Kits bekommen. Und Mini-Kit-Teile. Und Stan Lee gefunden. Und gerettet. Zum ersten Mal. Wie läuft's da draußen? Wir sind noch nicht stark genug, um es mit Kang aufzunehmen. Ja, zudem ist Kangs Zitadelle von einer mächtigen Barriere umgeben. Wow, Vorsicht! Oh, oh, oh. Wir haben es! Das Ende ist radioaktiv, du Genie! Hey, pass auf, du kannst dich einfach... Hör mal, Großer. Wenn du deine Resonatoren an einen Subneutronenbeschleuniger koppelst... Das könnte zu einem tödlichen Versagen der Magneteindämmung führen und... Oh, wuhu, jetzt heul nicht rum. Voila, ein verstärkter Empfänger. Hallo? Cosmo, guter Junge. Bist du in Nowhere? Cosmo hat subtemporalen Notruf gehört. Schönfrau braucht Hilfe. Schöne Frau? Mhm. Lebt dieser Hund nicht im Schädel eines toten Celestials? So viel Energie könnte uns dabei helfen, Kangs Verteidigung zu zerlegen. Wir sind außerhalb von Zeit und Raum und ich sehe keinen Weg nach Chronopolis. Nein, Hank. Aber wir könnten einen erschaffen. Mit dem Nexus aller Realitäten. Vielleicht habe ich einen Zauber, der diese Energie bündelt und so ein Loch nach Chronopolis öffnet. Aber dafür müsste ich erst mal Bücher wälzen. Nette Idee, Doc, aber diese Nexus-Explosion war gewaltig. Wenn was übrig ist, ist das in ganz Chronopolis verstreut. Das dauert Monate, sie zu finden. Oder nur Augenblicke, wenn wir die grenzenlose Sicht von Heimdall hätten. Asgard ist auch hier, aber nicht aus der Zeit unseres Tors. Sieht ziemlich apokalyptisch aus. Dann wollen wir mal hoffen, dass Heimdall noch die Bifrostbrücke bewacht. Okay. Wir bilden zwei Teams und nehmen uns Kang vor. Ah, sind wir schon wieder hier, huh? Ja, gehen wir so dieses Mal in Reihenfolge ab. Obwohl mich halt Team Spider-Man zwecks Doctor Strange mehr interessieren würde. Diese ganzen Gefahren in letzter... Ich bete, dass Heimdall und mein Vater in Sicherheit sind. Ich habe von großer Zerstörung in meiner Heimat gehört. Ist das technisch gesehen überhaupt noch deine Heimat? Ich dachte, dieses Asgard wäre, was Zeit und Raum angeht, sowieso ganz woanders. Woher es auch kommt, hoffen wir, dass wir wenigstens eine Version von Heimdall finden, die uns helfen kann. Jo, aber das machen wir nächstes Mal dann. Vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich.